Ja, ich möchte mich jetzt mit den Bracken beschäftigen, die Bracken-hängeohrige Hunde. Ich habe übrigens vorher im Chat gesehen, jemand hat gefragt, warum die Hunde Hängeohren haben. Hier sehen Sie die Antwort. Die Masse der Gebrauchs- und die Masse, nicht alle Rassen, aber die Masse stammt von den Bracken ab. Die Bracken sind die ältesten Jagdhunderassen, sind Hunde, die zuverlässig Spur- und Fährtenlaut jagen. Vielleicht für die Jungjäger noch mal kurz zur Abgrenzung Spur und Fährtenlaut. Hase und Fuchs hinterlässt Spur, unser Schalenwild hinterlässt Fährten. Und logischerweise jagen Hunde, die am Schalenwild jagen, nie Spurlaut, sondern immer Fährtenlaut. Und auch züchterisch und in der Führung der Hunde betrachtet, ist nicht jeder Hund, der Fährtenlaut jagt. Das ist ein wesentlich gröberer, stärkerer Reiz. Nicht jeder Hund, der Fährtenlaut jagt, ist automatisch auch Spurlaut. Also da müssen wir vor allem für diejenigen, die jetzt in Richtung Jägerprüfung gehen, sauber abgrenzen. Spurlaut am Hasen oder Fuchs und Fährtenlaut am Schalenwild. Und diese Bracken werden bei uns traditionell oder ja, in jüngerer Zeit, aber auch schon traditionell ja, zum Stöbern und zur Schalenwildnachsuche eingesetzt. Können Sie also daraus lesen, auch hier ist also die Ausbildung im Apportieren völlig untergeordnet. Das bedeutet nicht, dass man einer Bracke nicht beibringen kann, dass sie apportiert, aber es ist völlig von untergeordneter Bedeutung. Eine Bracke ist dazu da, dass sie entweder stöbert oder eine Nachsuche macht. Schon Rudolf Fries, einer der großen Altmeister des Jagdgebrauchshundewesens, hat gesagt, ein guter Hasenhund ist auch ein guter Schweißhund. Warum hat er das gesagt? Ein guter Hasenhund ist ein besonders feinnasiger Hund mit einem enormen Finderwillen und Vorwärtsdrang, der die schwierige Spur des Hasen halten kann. Und wenn er die schwierige Spur des Hasen halten kann, dann ist er in aller Regel auch dazu geeignet, entsprechende Nachsuchen durchzuführen. Deswegen werden die Bracken nach wie vor auch in Anlagenprüfungen auf der Spur des Hasen überprüft. Nicht nur ob ihrer Nasenleistung und ihres Folgedrangs, sondern sie werden dort auch im Laut überprüft. Die Bracken sind also mehr oder weniger samt und sonders alle Spurlaut. Das ist eine seltenes Ereignis, eine Bracke zu sehen, die nicht laut jagt. Das gehört auch zu dieser Rasse oder zu dieser Gruppe. Aber man muss natürlich auch eines sehen. Eine Bracke ist ein Hund, der weiträumig jagt. Die Bracken kommen ursprünglich aus der Brakade, vor allem am Hasen und am Fuchs, also Wildarten, die ihr Streifgebietsgröße wieder zurückkommen im Bereich dort, wo sie aufgemüdet worden sind, dort vom abgestellten Jäger dann erwartet werden und erlegt werden. Das ist die klassische Brakierjagd. Aus dieser Brakierjagd hat man über Jahrzehnte, Jahrhunderte Hunde gezüchtet, die dem Wild über weite Strecken folgen. Und auch das ist jetzt so eine Sache, wenn ich auf der Suche nach einem geeigneten Jagdgebrauchshund für mich bin. Wenn ich eine Pachtjagd habe mit 70 Hektar Wald und 500 Hektar Feld, dann und mich nur dort und jagdlich tummle, dann werde ich mir zum Stöbern alles holen, nur keine Bracke. Die Bracke ist dafür gezüchtet, weiträumig zu jagen. Das ist ein Hund für großräumige, große Bewegungsjagden, vom Stand geschnallt, sucht sie sich in diesem Waldgebiet das Wild und verfolgt dieses Wild unter bestem Laut, so dass die Jäger das auch wahrnehmen können und vor allem auch das Wild sich entsprechend darauf einstellen kann, bis das Wild dann vom Schützen kommt, und vorausgesetzt, es entspricht das, was freigegeben ist und was erlegt werden darf, dann auch erlegt werden kann. Dafür
ist die Bracke gemacht, eben für weiträumiges Jagen. Und wenn ich bloß irgendwo so einen kleinen Pirschbezirk habe und im Winter nicht auf vielen Bewegungsjagden bin, dann brauche ich alles, aber keine Bracke. Also toller Hund. Faszinierende Nasenleistung am Hasen, richtig gut entsprechend eingearbeitet. Top, top Schweißarbeiten, gibt es überhaupt keine Frage. Aber wenn ich einen Hund habe, will, der mit dem ich kleinräumig jag, dann ist die Bracke einfach nicht der richtige Hund dafür. Und das muss man erkennen, da muss man wissen, was man will. Und da wären wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Man muss erst mal wissen, wo ich jagdlich lande, wo ich jagdlich hin will. Und mich nur nicht nur von Äußerlichkeiten leiten lasse, sondern dann aufgrund der Gegebenheiten des Reviers eben sage, dieser oder jene Hund, das ist meiner. Und jetzt kommen wir mal zur ersten Bracke, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das ist die deutsche Bracke, wunderschöner Hund, dreifarbig. Hier meistens, wird auch gern gefragt und gern gesehen, das ist die weiße Rutenspitze, die sogenannte Schnippe. Ein Hund, die deutsche Bracke oder Olperbracke, die eine eigene Geschichte hat. Früher haben wir eine Unzahl kleiner Brackenschläge in Deutschland gehabt, bedingt durch den Rückgang der Brackenjagd, durch die immer kleiner werdenden Reviere. Ist die Brackenjagd stark zurückgegangen, ist auch die Population der Bracken stark zurückgegangen und findet jetzt eigentlich erst wieder durch die allerorts stattfindenden Bewegungsjagden eine Renaissance. Und in dieser Renaissance ist sicherlich eine der Rassen, die deutsche Bracke ist ein mittelgroßer Hund, der eben gezüchtet worden ist für das langanhaltende Verfolgen von Spuren. Das kann er natürlich genauso gut oder noch viel einfacher bei einer Pferde. Also bitte, bitte nicht beschweren nach dem Motto, Hilfe, ich habe eine Bracke, die lange jagt. Ja, das soll sie, das ist Zuchtziel. Und ich habe immer kein Verständnis für Leute, die sich einen Hund mit bestimmten Zuchtziel aussuchen und dann bitter enttäuscht sind, wenn der Hund so ist, wie er sein soll. Also, Bracke ist ein weiträumig jagender Hund und gehört auch in Hände von Leuten, die einen weiträumig jagenden Hund brauchen. Das ist kein Hund für enorme Verkehrswegedichte. Dann hat man an dem Hund nicht lange Freude, weil dann sind die Tage gezählt, wo der Hund irgendwann auf der Straße liegt. Das geht einfach nicht. Das ist ein Hund für weiträumige und großräumige Bewegungsjagden, wo der Hund auch entsprechend arbeiten kann. Eine tolle Sache oder eben ganz gezielt gefördert und gefordert als Nachsuchenhund. Hier, wie gesagt, die deutsche Bracke, dann haben wir eine österreichische, das ist die steirische Rauherbracke oder Peintinger Bracke, ein rauhaariger Hund, der durch sein derbes, rauhaariges Haarkleid etwas besser vor den Witterungsunbilden des Hochgebirges geschützt ist. Also ebenfalls eine Bracke, der man sehr viel Schneid nachsagt. Das ist übrigens bei den Bracken immer, da muss man, eine Bracke ist wenn man so feinnasig ist, dass man den Hasen über so weite Entfernungen jagen kann, dann ist man empfindsam. Und wenn man empfindsam ist, ist man kein rauer, wilder Kerl. Also man muss schon auch da schauen, dass man, wenn man eine Bracke holt, dass man da aus einer entsprechenden Linie, die auch schon vor allem an den Sauen entsprechende Härte und Schärfe an den Tag legen, dann kann es was werden. Aber per se, aus der Historie heraus, ist die Bracke ein Hasenhund, ein Fuchshund. Das ist jetzt zumindest hier, wie sie in Deutschland geführt worden ist. Aber beschäftigen uns ja nicht erst seit gestern mit Bracken an der Arbeit am Schwarzwild. Und die nächste Rasse, die ich Ihnen vorstellen werde, ist ein Beispiel hierfür. Das ist das Slowenský Kopov, die Schwarzwildbracke. Ein Hund, der aus der Slowakei stammend ganz gezielt für den Einsatz am Schwarzwild gezüchtet worden ist. Hat also eine ganz andere
genetische Historie wie unsere hiesigen Hunde in vielen Bereichen, zumindest in den letzten 100 Jahren gemacht. Aber auch hier muss man natürlich sagen, Schwarzwildbracke, die nicht entsprechend am Schwarzwild eingearbeitet wird. Und hier spielt eine große Rolle auch die Einarbeitung in unseren Schwarzwildübungsgattern, die wir inzwischen ja Gott sei Dank, dank Arbeit und Unterstützung der Kompetenzgruppe Schwarzwildgatter in nahezu allen Bundesländern haben. Wenn diese Hunde entsprechend dort eingearbeitet sind, wenn sie entsprechend auf Schwarzwild geprägt sind, wenn sie wirklich die Möglichkeit haben, regelmäßig an Schwarzwild zu jagen, dann wird aus einer Schwarzwildbracke auch wirklich ein Hund, der diesen Namen ja, rechtfertigt. Ansonsten ist es wie beim Schweißhund. Ein Schweißhund, der nicht genügend Arbeiten bei der Schweißarbeit hat, eine Schwarzwildbracke, die nicht genügend Möglichkeiten hat, an Schwarzwild zu arbeiten, wird dem Ruf eines Spezialisten nie gerecht. Also auch hier gilt, der Hund muss entsprechende jagdpraktische Möglichkeiten haben, er muss entsprechend eingearbeitet werden. Nur durch den Namen alleine laufen die Sauen nicht davon. Also man muss schon was tun, auch mit den Hunden und sie entsprechend einarbeiten. Dann allerdings bringen sie mit entsprechendem Laut, ausgestattet mit einer so zwingend notwendig, vor allem am Schwarzwild notwendigen Härte und Schärfe, dass die Schwarzkittel auf die Läufe und sie können dann erlegt werden. Also hier ein Spezialist, wenn man so will, aus der Slowakei kommend für die Schwarzwildjagd, aber wie gesagt, Spezialist immer vor dem Hintergrund, man muss auch entsprechend einarbeiten. Dann kommen wir zur nächsten. Das ist die alpenländische Dachsbracke. Der Begriff Dachsbracke ist ja immer, dass der Hund kleiner ist. Wir haben im Rahmen der Revolution und der anschließenden Zerkleinerung der Jagdreviere lange Zeit in Deutschland eine Situation gehabt und aber auch dass wir Hunde haben wollten, die nicht so weit gejagt haben. Haben hier dann in Deutschland die westfälische Dachsbracke gezüchtet, herausgezüchtet, eine kleinläufige, also ein Dachsbracke, eine kleinläufige Bracke. Und genauso ist es hier mit der alpenländischen Dachsbracke, die in der Literatur oft auch als dritte Schweißhundrasse gesehen wird, auch von den FCI-Nomenklatur, keine Frage. Wie gesagt, wir im Jagdgebrauchshundverband sagen, das ist eine Bracke, die wird nach Brackenart auf der Hasenspur geprüft und das ist auch gut so. Tolle Hunde, kleine Hunde, weitjagend, mit sicherem Spur- bzw. Fährtenlaut und entsprechender Wildschärfe können sie zu gewaltigen Leistungen nicht nur beim Stöbern, sondern auch auf der Rotfährte in der Lage sein, keine Frage. Läuft hier aber unter Bracke und ich hoffe, dass man mir das nachsieht. Diese Haltung werden wir auch beibehalten. Ein Hund, der nach Anlagenkostüm einer Bracke geprüft wird, ist eine Bracke und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, sicherlich jetzt, wenn man sagt, unter den Brackenrassen, wer hat den stärksten Hang und den stärksten Zuwendung zur Schweißarbeit, ist keine Frage, ist da steht die alpenländische Dachsbracke ganz vorn mit dabei. Nun haben wir eine weitere Bracke, die Brandlbracke, auch Vieräugel genannt. Sie sehen es, da sind die Augen des Hundes und darunter diese zwei, darüber diese zwei roten Punkte. Ein Hund schwarz mit rotem Brand. Man achtet darauf, dass das nicht so verwaschen ist, dass der rote Brand klar abgesetzt ist. Und die Brandlbracke ist also ein Hund, da ist der Name Brandl, also gebrandelt, rot mit rotem Brand, Zeichen des Aussehens gibt es nur in Schwarz. Rot ist ehemals der Hund des Jägers im Hochgebirge, wird aber heute auch in den Mittelgebirgen geführt. Sowohl als Nachsuchenhund wie als Stöberhund ist ebenfalls ein mittelgroßer Jagdgebrauchshund mit ganz klarem Schwerpunkt auf der Stöberjagd und der Nachsuche.
Dann kommen wir zur nächsten, der Tiroler Bracke. Ich hatte vorher schon mal kurz erwähnt, als ich den bayerischen Gebirgsschweißhund angeführt habe. Die Tiroler Bracke ist also die eine Hälfte des BGS. Der BGS ist ein Kreuzungsprodukt, allerdings wie gesagt uralt, aus Tiroler Bracke und hannoverschen Schweißhund. Die Tiroler Bracke gibt es hier, wie hier zu sehen, schwarz-rot, aber auch hirschrot. Und eine da bitte ich auch, wenn Ausbilder hier am Computer sitzen oder vor den Bildschirmen sitzen, bitte, bitte unterlassen Sie das, Jungjäger zu prüfen und zu fragen in den Unterschieden. Sie sollen ihnen mal erklären, wo der Unterschied zu einem im Aussehen zwischen einer Tiroler Bracke, einer schwarz-roten Dachsbracke, einer Brandlbracke und einem Koppow ist. Ich möchte behaupten, ich mache das jetzt inzwischen lang genug, der Unterschied wirklich sauber zu erkennen zwischen einem Brandl und einem Koppow ist gar nicht immer so einfach. Da gibt es durchaus Dinge, die da sehr, sehr stark verschwimmen. Lassen Sie uns bitte auf das Wesentliche konzentrieren. Und wenn Sie mir dann bei Gelegenheit mal all diese Ausbilder und Prüfer in unseren Reihen ganz sauber auch beim Deutschstrata und Stickelhaar mir immer sagen können, das ist ein Stickelhaar und das ist Deutschstrata, dann haben Sie mir definitiv was voraus. Also bitte die Kirche im Dorf lassen. Für unsere Jungjäger ist wichtig, dass es Bracken gibt, dass sie diese unterschiedlichen Bracken auch gehört haben. Aber wir machen bitte keine wissenschaftliche Arbeit aus irgendwelchen Jägerprüfungen draus, wo wir die Leute versuchen vorzuführen mit einem gesunden Halbwissen. Das geht definitiv nicht. Deswegen aber nochmal der Hinweis, die Tiroler Bracke gibt es als schwarz-rot, die Tiroler Bracke gibt es in rot. Toller Hund auch da für die Nachsuche und für die Stöberjagd. Und dann kommen wir zur nächsten, auch wieder einer Dachsbracke, nämlich die westfälische. Sie haben vorher die deutsche Bracke gesehen. Das ist praktisch die Miniaturausfertigung einer deutschen Bracke, die westfälische Dachsbracke, also ein kleiner Hund. Ein relativ selten bei uns geführter Hund, den man insbesondere bei der Waldjagd doch deutlich mehr Verbreitung wünschen würde, wie all diesen kleinen Populationen, bevor wir immer wieder nach etwas Neuem Ausschau halten. Das ist eine Situation, die mir persönlich ein bisschen wehtut. Wir haben über 100 anerkannte und zugelassene Gebrauchshunderassen. Da sollte es doch möglich sein, wenn man sich nicht selbst so wahnsinnig wichtig nimmt, etwas für den eigenen Geschmack und vor allem für das eigene Revier zu finden. Wie gesagt, westfälische Dachsbracke. Aber nochmal zusammenfassend, Bracken sind und bleiben weiträumig jagende Hunde. Da braucht man auch das Revier dafür. Also westfälische Dachsbracke deswegen nicht, weil man den Dachs damit bejagt, sondern weil sie eben deutlich kleiner ist. Und jetzt haben wir einen ebenfalls zur Bracke gehörenden Hund, nämlich den Beagle. Der Beagle hat ein trauriges Schicksal eigentlich, ist Laborhund Nummer 1. Warum? Weil er extrem sozialverträglich ist, nahezu kein Aggressionspotenzial im Schnitt der Rasse, ist ein ganz, ganz lieber Hund in England ursprünglich nicht für die Reitjagd zu Pferde, da hat man Harrier oder Foxhounds, sondern für die Jagd zu Fuß, also die Jagd des kleinen Mannes hinter dem Hund. Das ist die ursprüngliche Heimat des Beagles. Auch er hat übrigens eine weiße Rutenspitze, eine Schnippe, ist ein total lieber, verträglicher, in aller Regel saumäßig fresssüchtiger, liebenswerter Zeitgenosse, der ein ausgezeichneter Stöberhund ist. Aber er ist als Meutehund ursprünglich in seinem Ursprungsland gezüchtet worden. Und kein Mensch käme in England auf die Idee, dem Ursprungsland des Beagles einen Beagle zur Saujagd einzusetzen. Auch da bitte
wenn Sie sich einen Beagle tun, dann dürfen Sie sich alles tun, aber eben nicht wundern, dass der nicht von Haus aus in die wilden Schweine reinbeißt und sagt, wenn du nicht rücken willst, werde ich dir zeigen, wo der Weg lang geht. Das ist nicht die Welt des Beagles. Der Beagle ist eine Hasenbracke, ein, wie gesagt, ein toller Hund mit tollem Laut, alles klar, stöbern, alles gut, alles gut. Aber eben im Normalfall nicht der wilde Hund an den Zaun. Muss man allerdings, wie gesagt, immer keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt durchaus, auch ich kenne solche, es gibt Beagle, die einen gewaltigen Schneid haben an den Zaun. Gelegentlich habe ich den Eindruck, der Hund ist das Abbild des Herrn. Meistens dann auch geführt von Leuten, die ebenfalls einen solchen Schneid an den Zaun haben. Das färbt offensichtlich auf die Hunde und ihr Jagdverhalten doch etwas ab. Und die Hunde, wenn sie denn mal gelernt haben, mit ihrem Rudel, Chef, mit ihrem Hundeführer Beute zu machen, dann machen sie sich dessen Verhalten oft eigen und jagen dann auch, wenngleich auch mit etwas gebremstem Schaum und vernünftiger Wildschärfe, auch an Zaun. Also ich will das nicht gänzlich in Abrede stellen, aber die Regel ist es sicher nicht.